Wir stellen euch heute die EWDX-Serie von Sennheiser vor. Hier erfahrt ihr mehr über die Vorteile und eure Anwendungsbereiche. Hi zusammen, wir schauen uns heute bei HUS TV die EWDX-Serie von Sennheiser an. Ist ein digitales Funksystem, quasi die Weiterentwicklung der EWD. Da ist der 9,5 Zoll dann auch schon ein Zweikanalempfänger. Man sieht es auch hier an den Zweikanalknöpfen. Also der 9,5 Zoll ist ein Zweikanal und der 19 Zoll die Vierkanal-Variante. Den typischen Einkanal, wie es vorher gab, gibt es bei dieser Serie nicht mehr. Den Zweikanal gibt es als Dante-Version und ohne Dante. Der hier ist ohne, hier wäre normal die Buchse. Ihr seht hier an der Netzwerkbuchse, ist PoE, das heißt, ihr könnt den im Installationsbereich auch mit PoE versorgen, dann braucht ihr kein Netzteil mehr. Wenn ihr im Live-Betrieb eine redundante Stromversorgung wollt, könnt ihr auch Netzteil und PoE anschließen. Wenn eins davon ausfällt, läuft er weiter. Bei der Zweikanal-Variante läuft es ganz normal über einen Antennensplitter. Bei der Vierkanal-Variante habt ihr schon Antennen in und out und könnt drei durchschleifen, dann könnt ihr schon 16 Strecken ohne Antennensplitter machen auf zwei Paddel. Bei den Herrensendern passen immer noch eure ganz normalen Sennheiser-Kapseln, da hat sich nichts verändert. Bei den Handsendern ist die Bedienung nach innen gerutscht. Früher konntet ihr die unten mit so einem kleinen Rädchen bedienen, jetzt sind innen die Tasten. Und der Handsender hat ein E-Ink-Display gekriegt. Das ist jetzt invertiert und schwarz, aber ihr könnt auch ausgeschaltet und keine Batterien oder Akku drin, könnt ihr die Frequenz und den Namen ablesen. Muss man vielleicht während der Show, wenn es mal hektisch ist, ein bisschen aufpassen. Wenn einer denkt, das Ding ist eingeschaltet, weil was auf dem Display steht und den rausgibt, wird es schwierig. Ansonsten ja, spart es viel Beschrifterei. Beim Bodypack hat sich soweit nicht viel verändert. Bedienung ist noch wie zuvor, die Tasten unterm Display. Das Display ist auch neu. Der hat auch das E-Ink-Display bekommen und die Ladekontakte sind hier nach hinten gerutscht. Ansonsten, wie gewohnt, derselbe Bodypack. Zu der EWDX-Serie gibt es jetzt auch einen neuen Systemakku. Da gibt es unterschiedliche Ladegeräte, das ist das kleine. Da könnt ihr einfach den Akku raus und in den Slot einstecken. Es gibt für die EWDX noch einen Standlader dazu mit den Ladekontakten hier hinten für den Bodypack. Und der Handsender hat auch Ladekontakte unten. Da beim Reinstecken ein bisschen aufpassen, dass es hoch und unten ein bisschen wackelig ist. Sauber reinstecken und nicht so dran rütteln, dass er auch wirklich lädt. Zu der Serie gibt es wieder den ASA-Antennensplitter, der heißt jetzt auch ASA-EWD, optimiert für die digitalen Strecken. Sollte man verwenden, der alte ASA funktioniert da nicht wirklich gut. Im Standardpaket sind wie gewohnt die Antennen dabei und jetzt gibt es auch eine Halbwendel-Dipol-Antenne dazu, wenn ihr das möchtet. Die bringt euch schon ziemlich vorwärts. Da könnt ihr auf einigen Veranstaltungen schon oft auf Paddel verzichten. Als Fazit bekommt ihr eine sehr gute digitale Funkstrecke mit einem wahnsinnig guten Preis-Leistungs-Verhältnis und guten Zubehörmöglichkeiten. Durch die PoE-Funktion könnt ihr es auch sehr gut im Install verbauen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.